Wie war die Mindride-Ausbildung für dich? Ja, ich bin ja ganz unbedarft an die Sache rangegangen, weil ich den Kurs jetzt so gar nicht für mich gebucht habe. Ich bin ja dienstlich hier als Cavallo-Redakteurin gewesen und habe mir das dann einfach mal angeschaut, um darüber zu berichten. War sehr gespannt, was mich hier erwartet, und war auch ein bisschen skeptisch, was da so auf mich zukommt und was hier so mitgegeben wird. Und ich war aber sehr überrascht. Ich wollte eigentlich nur einen Tag bleiben und habe dann spontan beschlossen, den Kurs zu beenden. Und jetzt stehe ich hier und bin fast am Ende und habe gerade mein erstes Coaching gehabt mit einem echten Reitschüler sozusagen, und das ist eine Situation, die ich vorher nicht kannte. Und ich finde das Thema ganz spannend, gerade für Trainer. Das sollte es eigentlich viel mehr geben, dass es nicht nur um Technik geht, sondern auch ums Fühlen und vor allen Dingen ums Erfüllen von eigenen Blockaden und persönlichen Themen, die mich vielleicht daran hindern, dass ich nicht weiterkomme mit meinem Pferd. Das ist ein Thema, was im Training und im Reitunterricht oft vernachlässigt und vergessen wird, und darum geht es hier. Und wir haben hier sehr spannende, auch persönliche Erfahrungen gemacht. Also es ging jetzt nicht hier darum, nur unsere Kompetenzen zu schulen, sondern wir sind natürlich auch erstmal an uns selber rangegangen. Insofern war es sehr emotional. Wir haben alle so unsere eigenen Themen, auch wenn das nach außen erstmal nicht so scheint. Der selbstbewussteste Mensch findet ein Thema bei sich, wenn er so ein bisschen reingestupst wird, und das kann die Franziska sehr gut. Also sie führt einen relativ schnell zu ganz, ganz tiefen Problemen, nur indem sie Fragen stellt, was sehr faszinierend ist. Sie macht das sehr souverän, sehr professionell. Wenn ich das jetzt anfangen würde, so wie sie zu machen, bräuchte ich einen langen Weg, glaube ich, bis ich das so hinkriege. Aber man kann klein anfangen, und ich glaube, es wäre eine Motivation tatsächlich für jeden Trainer, das einfach mal zu versuchen. Und man muss ja nicht gleich die Riesenprobleme ausgraben, aber einfach mal mehr hinter die Kulissen schauen und nicht nur auf die Technik und auf den Reiter, sondern vielleicht auch mal auf das Pferd, weil das hat ja bei uns jetzt auch eine große Rolle gespielt, das Pferd, was uns auch immer wieder Dinge zeigt, die von uns ausgehen. Und das ist ganz spannend, gerade auch mal auf die Reaktionen vom Pferd zu schauen und zu gucken, wie das Pferd mit bestimmten Dingen umgeht oder was es zeigt. Und das mit einzubeziehen ist sehr wichtig und hilft auch manchmal sehr dem Reiter und auch dem Trainer. Insofern würde ich sagen, alles in allem ein toller Kurs. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und ein super spannendes und super wichtiges Thema, was unbedingt in den Reitunterricht mehr reingehört oder überhaupt reingehört. Vielen Dank. Gut.